Dankeschön, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Finanzminister und mein Lieblingswohnbauexperte, sehr geehrter Herr Sozialminister, meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Nationalrat und zu Hause. Heute ist ein schöner Tag, wenn ich mir das Wetter anschaue. Aber es ist sicher kein schöner Tag für die Österreicherinnen und Österreicher, wenn sie sich dieses Wohnbaupaket anschauen. Denn wieder einmal, ja, aber ich habe eure Aufmerksamkeit. Ich habe eure Aufmerksamkeit. Wenn wieder einmal besteht diese Bundesregierung und hat diese Bundesregierung eine reine Überschriftenkampagne gestartet. Ja, es gibt Pressekonferenzen, Wohnbau wird günstiger. Leider, meine sehr verehrten Damen und Herren, viele Vorrednerinnen der Opposition haben sie auch schon gezeigt, es wird wahrscheinlich nichts günstiger werden. Und wenn meine Kollegin Frau Nina Tomaselli sagt und sich endlich darauf besinnt, dass der gemeinnützige Wohnbau das Wichtigste ist, das ist also ein bisschen was für die Experten, aber ich muss es hier einfach einmal sagen, und sie hat vollkommen recht, wenn sie sagt, aber es ist leider wieder nur eine inhaltsleere Überschrift, dass nur der gemeinnützige Wohnbau der Garant ist für langfristiges, leistbares Wohnen, dann muss ich sagen, wo in diesem Gesetz wird denn den gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften der EVB komplett, den ihr ihnen weggenommen habt, für Sanierungen, für sinnvolle Sanierungen in die Ökologisierung des gemeinnützigen Wohnbaus, wo gebt ihr ihnen das zurück? Ich sehe es da drinnen nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wir haben noch ein weiteres Problem. Es klingt zwar wieder toll, der Kollege Lohacker hat gesagt, die Regierung streut den Menschen Sand in die Augen. Der Kollege Kopf hat gesagt, mit diesem Sand will er was bauen. Und ich sage, bitte bauen Sie nicht auf diesen Sand, weil dieses Wohnbaupaket wird genauso versinken im Sand, wie es jetzt gekommen ist. Denn die tatsächliche Umsetzung dieser Baumilliarde, und das wissen Sie nur zu gut, Herr Finanzminister, weil Sie haben es mir selber im Ausschuss ja gesagt, dass Sie noch mit keinem einzigen Wohnbaulandesrat darüber gesprochen haben. Das sind aber die, die das Ganze umsetzen müssen und auch quasi das Geld an die Menschen dann verteilen sollen. Daher wird es wahrscheinlich doch noch etwas länger dauern und wird diese Maßnahme nicht allzu schnell ankommen. Und das Problem dabei ist aber, hier wird wertvolle Zeit vergeudet, die erstens einmal die Bauwirtschaft nicht hat, die Konjunktur nicht hat und die, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie zu Hause auch nicht haben. Dankeschön. Da brauche ich jetzt kurz einen Applaus. Genau. Weil diese Regierung ist leider wieder mal nicht Teil der Lösung, sondern sie ist vielmehr das wohnpolitische Kernproblem. Und meine sehr verehrte Kollegin Becher, wenn Sie eine Zinsstütze fordern oder eine maximale Zinsbegrenzung auf 3%, dann müssen Sie nur ins Oberösterreich, ins wunderschöne Oberösterreich schauen, weil dort hat es nämlich der oberösterreichische FPÖ-Landeshauptmann, Stellvertreter und Wohnbaulandesrat geschafft, unter schwierigen Bedingungen, die wir derzeit haben, erstens einmal mehr Wohnungen fertigzustellen als jemals zuvor und zweitens einmal 2,95% Wohnbaudarlehen für 20 Jahre sicherzustellen. Da brauchen wir eure 3%-Grenze nicht mehr. Mehr Oberösterreich für Österreich. Die jetzigen Vorschläge der Bundesregierung kommen zu spät und gehen insbesondere in ihrem Volumen nicht weit genug. Aber wir stimmen zu, weil es ist besser als gar nichts, aber es wird nicht reichen. Wir brauchen echte Impulse für die Bauwirtschaft und wir brauchen leistbaren Wohnraum. Und daher fordern wir einen Bundeszuschuss zur Anhebung der Wohnbauförderungsmittel auf 1% des BIP mit entsprechender Zweckwidmung, ein Wiederaufleben der Wohnbauinvestitionsbank, um günstige Kreditkonditionen nicht nur für 3 Jahre bis 2028, sondern lang- und mittelfristig zu sichern und, Frau Kollegin Tomaselli, einen völligen direkten Ausgleich der Mindereinnahmen von wohnungsgemeinnützigen Genossenschaften durch ihr drittes mietrechtliches Inflationslinderungsgesetz und auch weitergehende langfristige steuerliche Anreize für den gewerblichen Wohnbau. Auch hier machen Sie etwas mit den verkürzten Abschreibevorzeiten, aber es wird nicht genug sein. Und wenn sich die SPÖ hier als weißer Ritter, und es werden dann auch noch 3 weitere Redner nach mir von der SPÖ ans Rednerpult, dann 2 weitere Redner ans Rednerpult kommen, der Kollege Lercher wird sich aufwärmen, und sich als weißer Ritter des leistbaren Wohnraums hier geriert, dann frage ich mich schon, in jedem Regierungsprogramm, seit ich hier im Nationalrat sitze, und das ist zumindest seit 2013, wahrscheinlich war es vorher auch schon drinnen, verspricht auch SPÖ-Regierungen, dass Kasernenverkäufe nur
in leistbaren Wohnraum enden dürfen? Und wie viele SPÖ-Verteidigungsminister am Anfang der 2010er Jahre haben denn Kasernen verkauft und in wie vielen von diesen Kasernen ist denn leistbarer Wohnraum umgesetzt worden? Ich sage es Ihnen, Sie können es gerne sagen, ja, der Herr Kollege Stöger hat schon gesagt, in gar keiner, genau so ist es. SPÖ will leistbaren Wohnraum schaffen, dort, wo Sie selber in Verantwortung sind, bringen Sie aber nicht zusammen. Damit aber etwas zusammengebracht werden kann, meine sehr verehrten Damen und Herren, stellen die unterfertigten Abgeordneten, der Magister Philipp Schrangl und weitere Abgeordnete, einen Entschließungsantrag an den Bund, und zwar mit dem Titel »Auch der Bund muss liefern, Schaffung leistbaren Wohnraums durch die Austrian Real Estate Agency«. Und zwar, der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der zuständige Bundesminister für Finanzen wird aufgefordert, in Unternehmensziel und Strategie sowie der Geschäftspolitik der ARE, Real Estate GmbH, vorrangig die Förderung leistbaren bzw. geförderten Wohnraumes sicherzustellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jede Entlastung ist notwendig, aber es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und genau wie ein Tropfen auf dem heißen Stein ist dieses Paket leider sehr viel heiße Luft, bis es sich dann überhaupt ganz schnell aufgelöst hat, wie in Zukunft hoffentlich auch diese schwarz-grüne Bundesregierung.